Der Fall, der das Team heute beschäftigen wird, entwickelt sich jedoch zu einer dramatischen Rettungsaktion. Notrufzentrale Köln, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, Lena Schaubner hier. Ich stehe an der Delbrücker Hauptstraße. Wir hatten einen Unfall, mein Freund und ich. Wo denn an der Delbrücker Hauptstraße? Haus Nummer 58. Okay, Ihr Freund, ist er noch ansprechbar? Ja, er hat wohl Schmerzen und blutet ganz doll. Okay, bleiben Sie bitte vor Ort. Ein Rettungsteam ist unterwegs. Alles klar, danke. Der Freund der Anruferin hat plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist frontal gegen eine Hauswand gefahren. Zudem war er nicht angeschnallt. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Wir sind von dem Parkplatz gekommen und ich weiß es nicht. Irgendwie ist... Da kommt schlecht. Ganz ruhig. Von welchem Parkplatz? Da vorne. Und eigentlich wollten wir hier rechts abbiegen, aber... Einfach hier zügig oder was? Ja, ist er... Haben Sie sonst noch irgendwo Schmerzen? Ich habe die Kurve nicht gekriegt und ist auf den Bordstein gerollt. Nee. Und Er war noch nicht angeschnallt, dass er dann mit dem Kopf aufs Lenkrad... Ist auch nichts passiert. Aber er hat einen guten Cut vorne hier oben. Das heißt, zu wenig Luft. Tut Ihnen hier irgendwas weh? Ich atme. Ja, okay. Als wir an der Unfallstelle angekommen sind, konnten wir bei dem Herrn auf dem Fahrersitz feststellen, dass er eine Platzwunde hatte. Er gab auch Schmerzen an und ihm war halt auch ein bisschen schlecht. Viel mehr konnte man auch erst nicht feststellen. Erst bei näherer Sicht in die Pupillen konnte man feststellen, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Der Mann hat geweitete Pupillen und ist benommen. Als die Anruferin erzählt, dass ihr Freund unmittelbar vor dem Unfall mit Freunden in einer Shisha-Bar war, wird Einsatzleiter Alexander Hedkamp stutzig. Waren Sie jetzt gerade in einer Shisha-Bar oder sonst irgendwas, was er gerade erzählt? Ja, da vorne. Und eigentlich, ich habe ihn abgeholt, weil er gesagt hat, er hat Kopfschmerzen, er wollte nach Hause und dann war er doch schon. Du hör mal zu. Ja, also die Pupillen sind auch nicht so ganz regelmäßig. Können Sie mit der Hilfe aufstehen ein bisschen? Ich würde vorschlagen, dass er gleich erstmal ein bisschen Sauerstoff bekommt. Ja. Nicht, dass das irgendwas von dem Shisha-Rauch her ist. War das denn voll da? Waren schon einige da, ja. Was heißt, richtig viel Qualm und so? Ja. Hat er denn irgendwas vorher gegessen? Können Sie sich daran erinnern, dass er irgendwas komisches gegessen hat? Wir sind da öfter und eigentlich auch immer nur Shisha. Also Essen gibt es da ja auch eigentlich nicht. Und was war da heute Besonderes? War irgendwas Besonderes heute? Voller als sonst? Ich glaube, da war eine Veranstaltung. Ich weiß es nicht. Und meine Schwester ist da auch noch. Meinst du, das kann sein, wenn das da so voll drin ist, dass das ein bisschen zu viel von dem Ganzen? Das kann durchaus sein. Ich kann Shisha rauchen. Das kann ich auch nicht, aber es gibt durchaus Fälle, wo dann einfach keine Abluft da ist. Ja, ja. Wollen wir das mal kontrollieren? Am besten wäre es. Je nachdem, ob also eine Shisha-Bar eine gut funktionierende Abluftanlage hat, kann es natürlich durchaus sein, wenn diese nicht funktioniert, dass wenn viel Tabak konsumiert wird, wenn viel geraucht wird, dass dort Gase entstehen, die halt wie zum Beispiel Kohlenmonoxid, was halt nicht gut für den Körper ist. Und dadurch sind wahrscheinlich dann auch die Symptome aufgetreten, die der Herr hatte. Und da müssen wir dann halt weiter schauen, ob das auch wirklich der Fall ist. Auf Verdacht auf CO-Intox, Sauerstoffbrille am besten und ihr fahrt mit dem ab. Organisierst du einmal ein Rendezvous für die beiden? Ja. Dann am besten auch noch Feuerwehr hinterher bestellen. Ja. Wir gehen gleich einmal darüber und die Polizei am besten auch. Ja? Einmal an eine Leitstelle, ja? Die Kollegen kümmern sich jetzt um ihren Freund, ja? Und seien Sie ganz beruhigt, die haben dort alles. Die haben Sauerstoff für ihn, die bringen ihn ins Krankenhaus. Und da können Sie auch später nach. Nur jetzt ist erstmal kein Platz für Sie da, okay? Sie können uns gleich mal zeigen, wo das alles passiert ist. Und dann gucken wir mal, ob es da vielleicht noch ein paar mehr Verletzte gibt. Direkt da vorne. Direkt da vorne? Ja. Ja. Kannst du gleich noch, auf Verdacht, falls wir gleich noch ein paar Verletzte haben, auch noch ein RTW dazu bestellen, ja? Die Unfallmelderin, die uns zur Shisha-Bar begleitet hat, war in einem ziemlich emotionalen Zustand, da sie davon ausging, dass eventuell noch ihre Schwester und noch eine Freundin sich ebenfalls in der Shisha-Bar befinden würden. Sie bleiben am besten draußen. Genau. Bleiben Sie einmal draußen, ja? Okay. So, hallo. Können Sie einmal bitte alle rauskommen? Hallo. Alle sofort raus. Legen Sie alles. Legen Sie mal. Nein, alle raus. Wir haben hier gerade einen Kunden von Ihnen gehabt, der hat was mit den Atemwegen gehabt.
Die müssen ja alle raus auf Verdacht. Die, haben die, die können potenziell alle in Lebensgefahr schweben. Also alle raus. Alle raus. Dann ehrlich, Sie müssen einmal bitte rauskommen, alle. Ja, sofort. Sofort. Alle raus. Lassen Sie es liegen, stehen Sie auf und kommen jetzt alle mit raus. Das ist die ernste Nummer hier. Bitte kommen Sie raus. Das Problem an Kohlenstoffmonoxid ist, dass man es halt nicht sieht und auch nicht riecht, wenn es in der Luft ist. Dementsprechend war natürlich die Reaktion des, des Besitzers dieser Bar, was heißt nicht nachzuvollziehen, aber verständlich. Er hat nichts gesehen, nichts gerochen, hat sich dann gedacht, was wollen wir jetzt da? Und er wollte seinen geschäftlichen Tätigkeiten nachgehen und seine Kunden natürlich nicht verlieren, war sich aber nicht bewusst, dass er sich selber in Gefahr begeben hat. Da unklar ist, ob die Shisha-Bar mit Kohlenmonoxid belastet ist, werden Polizei und Feuerwehr hinzugerufen. Das Rettungsteam versucht derweil, die Gäste nach draußen an die Luft zu bitten. Doch der verärgerte Inhaber der Bar leistet heftigen Widerstand. Sie sind der Inhaber? Ja. Sie müssen auch. Die Feuerwehr hat das angeordnet. Sie müssen. Bitte. Aber wofür? Wir haben doch bezahlt. Alle bitte raus! Es lagen in unserem Einsatz in dieser Shisha-Bar Gründe vor, die uns bewogen haben, die gesamte Räumlichkeit zu evakuieren. Die Gründe waren Vergiftungserscheinungen, möglicherweise in Verbindung mit diesen Shisha-Geräten, was wir aber bisher noch nicht nachweisen konnten. Wir haben den Laden geräumt, sehr zum Bedauern des Inhabers, der natürlich ziemlich gemeckert hat und dagegen war, aber es nützt nichts. Menschenleben zählen hier einfach mehr. Stellen Sie sich einmal auf, dass wir. Ist irgendwem von Ihnen schlecht, schwindelig, sonst irgendwas? Nein, gar nicht. Ja, gar nicht. Alles gut. Alle? Wieso vermissen Sie noch irgendwen? Haben Sie denn noch jemanden gesehen, dass da noch jemand drin war? Aber Sie müssen doch wissen, wie viele Gäste bei Ihnen im Laden sind. Ich guck jetzt selbst. Nein, Sie bleiben am besten hier. Hallo. Bleiben Sie bitte hier. Als die Feuerwehr eintrifft, droht die Situation zu eskalieren. Die Suche nach der Schwester hat für die Spezialisten jetzt höchste Priorität. Denn Kohlenmonoxid kann innerhalb kürzester Zeit zum Tod führen. Wir schicken einen Trupp unter Atemschutz rein. CO-Messgerät mitnehmen. Ja. Ist eine Person ist noch angeblich drin im Gebäude. Ja. In der Bar. Während die Feuerwehr unter Atemschutz die Räume nach der vermissten Schwester durchkämmt, treffen weitere Rettungskräfte ein. Wie sich gleich zeigen wird, wird deren Hilfe auch dringend gebraucht. Denn der Einsatztrupp findet eine bewusstlose Person. Hallo. Hallo, geht's Ihnen gut, hallo? Können Sie mich verstehen? Ja? Machen Sie mal die Augen auf. Wissen Sie noch irgendwas? Nein, das ist die Freundin. Sie sind müde. Meine Schwester muss immer noch da drin sein. Sophia, Hanna. Mich mal an. Ja, plötzlich hieß es, dass noch eine Person sich in dem Gebäude wohl aufhalten sollte, nämlich die Schwester. Und da habe ich dann meinen Trupp noch mal wieder reingeschickt, um wirklich jeden Winkel in diesem Gebäude auf den Kopf zu stellen, um nach dieser Person zu suchen. Am besten lassen Sie die Augen auf, ja? So, sie sieht mir noch relativ vital aus. Ja. Ich würde sagen, ich warte jetzt noch kurz draußen, ob die gesuchte Person noch gefunden wird. Falls irgendwas sein sollte, ihr könnt ruhig schon irgendwie Intubation vorsichtshalber vorbereiten. Falls wir es machen müssen, dann ruft mich einfach. Ja? Ich bin hier auf jeden Fall in der Nähe. Zugang zu dieser Flüssigkeit bekommen, auf jeden Fall. Also ordnatierte Finger, nee, wir probieren es einfach. Ist ja eh eine SpO2-Messung. Das genau. Tut nicht weh, da kommt nur Licht raus. Ja? Einfach liegen lassen. So. Okay, wie gesagt, ich bin wieder draußen. Ich bin in unmittelbarer Nähe. Ja? Die jetzt noch vermisste Person zu finden, hat höchste Priorität. Da wir jetzt im Wettkampf quasi mit der Zeit sind und sie so schnell wie möglich in eine Druckkammer bewegen müssen, damit sie eine Überlebenschance hat. Die kontrollieren jetzt Toiletten, Kellerräume, alles Menschenmögliche, messen weiterhin. Wir werden die Räumlichkeiten gleich noch belüften. Hier wird mit Gas geheizt. Okay. Und angeblich von dem Besitzer wäre diese Absauganlage, die ja vorgeschrieben ist, die wäre vor kurzem gewartet worden. Ja, das kann ja dann eigentlich nicht sein. Deswegen. Wir gucken einfach mal, die machen. Auf den Arm oder irgendwer hat da gepusht? Wir gucken mal, die Polizei, die hat sich auch schon deswegen geäußert. Ja. Wir schalten den TÜV ein. Die kommen raus und beschlagnahmen das hier erstmal. Geh mal Richtung Keller. Untersuchen, ob es möglicherweise.
ein technischer Defekt war oder ob irgendjemand irgendwas falsch gemacht hat. Der Stoßtrupp hat bereits das gesamte Gebäude durchsucht, doch von der Schwester fehlt noch immer jede Spur. Dann machen die Retter im Hinterhof eine grausame Entdeckung. Hier ist eine Person, links hier hinten im Hinterhof. Einmal den Rettungsdienst hier rüber. So, also Leute, die haben die andere Person gefunden, die wird jetzt nach hier hingebracht. Sie ist soweit stabil? Ja. Ja? Okay, macht auch einen guten Eindruck. Willst du schon mal gucken? Alles klar. Komm mal. Ob das deine Schwester ist oder nicht. Okay. So, aber ein bisschen mit Abstand und Ruhe bewahren, ja? Das ist hier. Das ist ja schon mal gut. So. Alles klar. Ja. Hallo? Mal angucken. Ja? So, am besten. Sie setzen sich jetzt gleich sofort hier hin, ja? Beziehungsweise wir legen sie, glaube ich, mal hin. Okay? Ja, die scheint mir ein bisschen somnolent zu sein. Bei der Kohlenstoffmonoxidvergiftung, ja, das Schlimmste, was dann halt passieren kann, ist, dass man dann dabei einschläft. Die Atmung wird schlechter und irgendwann fallen dann halt die systemischen Organe halt aus, wie Lunge und so weiter. Und daran kann man dann halt auch durchaus versterben. Wir fahren, glaube ich, jetzt so los. Sie scheint stabil zu sein. Sie kriegt sofort was. Wir fahren auch direkt ab. Ja? Wunderbar, alles klar. Sie bekommen jetzt eine Maske aufs Gesicht. Da kommt aber 100% Sauerstoff raus. Ja, da können Sie besser durchatmen. Unsere insgesamt drei Verletzten werden jetzt in das nächstgelegene Krankenhaus mit Druckkammer gebracht, um die CO-Intoxikation zu behandeln. Sollte dies erfolgreich sein, werden sie dadurch auch keine Folgeschäden erleiden. Die Lage ist folgendes. Wir haben ja eine Ablüftung hinten geschaffen. Mhm. Wir stellen jetzt die Lüfter nochmal auf, lüften noch einmal noch komplett durch. Ja. Werden dann nochmal die ganze Location mal freimessen und werden euch dann die Einsatzstelle übergeben. Okay, gut. Das heißt für Sie aber nicht, dass Sie den Laden betreten. Wir warten auf den Mann vom TÜV, auf einen Techniker. Okay. Der wird sich das alles angucken. Aber und wenn der grünes Licht gibt, dann dürfen Sie. Ja, aber was dahin ist das? Keine Ahnung, da war doch alles okay. Plötzlich fällt einer dann um. Schnell abfahren. Plötzlich fällt einer um und ich bin es schuld. Der Besitzer der Shisha-Bar hat immer wieder von Schuldfrage gesprochen. Das heißt also, wir haben ihm nicht die Schuld gegeben für das, was hier passiert ist. Denn das können wir nicht, dazu sind wir nicht befugt. Wir werden den technischen Überwachungsverein hier heranholen. Der TÜV wird die gesamte Anlage prüfen und wird feststellen, wo die Fehlerquelle war. Und wenn wir mal von dem Fall ausgehen, dass er möglicherweise, der Besitzer der Shisha-Bar, möglicherweise selbst Hand angelegt hat an seine Lüftungsanlage beispielsweise und hat da einen Fehler gemacht, dann trifft ihn natürlich die volle Härte des Gesetzes. Also dann wird er sich dafür verantworten müssen und dann wird es auch sehr empfindlich für ihn. Die Untersuchungen ergaben, dass die Gastherme im Keller defekt war. Die erst kürzlich gewartete Abluftanlage war voll funktionstüchtig. Den Betreiber trifft daher keine Schuld. Die Schwester der Anruferin und ihre Freundin sind vollständig genesen, ebenso der Autofahrer.